Lassen wir es dabei. Wir haben jetzt unsere gesamte Wahrheitsschleife als die erste Drittelunwahrheit gegen die zweite Drittelunwahrheit, dividiert durch die Drittelunwahrheit, ausführlichst genug beschrieben. Das Gleichstrom-Lebensbewusstsein, das Gleichstrom-Lebenssystem des Herasklit im gleichförmigen Fluss, das keines Bewusstseins bedarf, um ein anderes Wissen zu wiederholen und zu neu transformieren. Anaximandrisch in Wechselkampf gesetzt als der Krieg qua Vater aller Dinge, aller dicken Dinge des Parmenides, nämlich das Wechselstromsystem des immer unzufriedenen Iltis, des immer den Tod lebenspulsationswiederholenden parmenideischen Prinzips von Zerhackungen, von Wechselstrompulsationen und Frequenzen. Und die beiden aufeinander gehetzt durch das dritte des Rhizoms, das wir hier nicht noch einmal beschreiben, sondern an anderer Stelle schon ausführlich beschrieben haben, als die dahinterliegende kopflos-automatistische Rekombinatorik, noch vor aller Organismizität, noch vor aller Polarität, noch vor allem Pulsieren, sondern einfach als ein Diesseits oder Jenseits von Tod und Leben, immerwährend sich gleichbleibendes Reales an Rekombinationsveränderungen, die im Massenenergieprodukt gleich bleiben müssen, aber in den Konformationsänderungen alles erproben, was gemäß Wahlverwandtschaftsaffinitätsgesetzen miteinander kopulierbar und erprobbar und ausprobierbar und rekombinierbar ist, sodass am Ende auch solch ein zufälliger Schizospaltunfall möglich war, der sich dann selber so vorkommen kann, als könne er das Ganze widerspiegeln und dieses Widerspiegeln noch einmal widerspiegeln, um diese Widerspiegelungen sich auch bewusst zu machen. Aber nur das bringt auch qua Funktionieren dieses Bildstromerzeugungsmechanismus erst die Todes- und die Lebensvorstellung ins Spiel. Denn ohne die Abwesenheit des Tödlichen, die vorausgeht, gibt es nicht die Gegenaufmandel, Gegenaufschäumungs-, Gegenaufbäumungsreaktion der Bedeutungsgenerierung, der Erzeugung, der Anwesenheit, die sich als symbolisches System dazwischen schiebt, zwischen das ungenügend gewordene linken Schenkel des Realen und den rechten Schenkel des Imaginären, zur dann Aufspreizung einer pyramidalen Tetraeders-Tetraeder.